Das ist für mich Outdoor-Leben. Und quasi dann im Moskitonetz rausgefallen bin und ihr alles zerrissen habt. Geil. Und mal gucken, ob es heute Nacht regnen sollte oder nicht. Über Wasser an die Seite und sich damit hochdrücken. Oh. Alter, mach ich das? Nein! Hey Leute, ich bin's Fritz, heute nächster Teil aus Schweden. Wir haben mittlerweile Tag 3, die Boote sind gepackt, Mai am Start, Martin am Start, die anderen sind schon ein bisschen vorgefahren und wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Übernachtungsspot. Viel Spaß, los geht's! So, Freunde, Karte ist natürlich ja am Start. Denn wir navigieren ja auf der Tour mit Karte. Kompass ist nicht dabei, aber ich habe gestern Nacht extra darauf geachtet, wo ist der Nordpolarstern, ja, wo ist der große Wagen, um zu gucken, okay, beim Start, wo ist Norden? Leider ist die Kamera nicht stark genug, damit man Sterne filmen kann. So, wir sind hier gestartet, hoch bei der 12, müssen jetzt bei dieser Verengung hier gerade sein. Die kommt hier nämlich links raus und da vorne ist schwer zu sehen auf der Kamera. Da geht es, glaube ich, rein und das müsste genau das Ganze hier sein. Da müssten noch so zwei kleine Inseln sein vielleicht. Und dann müssen wir uns hier ziemlich rechts halten und an der nächsten Insel vorbei. Das Geile ist, ja, wenn man hier auf so Seen oder Flüssen unterwegs ist, man kann die Landschaft viel besser deuten auf der Karte. Ja, wenn ihr zum Beispiel ein Waldgebiet habt, dann orientiert ihr euch ja eher an, ich sage mal, Wanderwegen, das geht auch noch. Aber an so Flüssen erkennt man richtig, okay, da ist jetzt diese Einbuchtung, das heißt, das muss genau hier sein. Hier ist diese Insel, die kleine und die zweite dahinter und so weiter. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Die Orientierung auf dem Wasser mit einer Karte ist viel, viel einfacher. Das ist für mich ohne Scheiß. Freiheitsgefühl 1000. Morning, es hilft alles nichts. Ich glaube, wir haben ein bisschen Niedrigwasser. Normalerweise kann man hier, glaube ich, durchfahren laut Karte. Ja, wunderbar. Aber ich habe hier circa Wassertiefe 10 cm. Also aussteigen und durchziehen, würde ich sagen. Aber weißt du was, Martin? Genau so Dinger feiere ich, oder? Es ist ja, doch ja. Geil. Raus aus dem Boot, schön durch den Schlamm jetzt hier durch. Nein, nein, stopp. Ich weiß, ob Maya drin bleibt. Jetzt guck mal, wie du deinen Hund unter Kontrolle hast. Ob du es schaffst, dass er drin bleibt. Okay. Maya, bleib. Platt, platt. Was hat mein Vater über Bord geschmissen? Danke. Gut wie durch. Na bitte. Bleib hier. Oh, 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 oh. Klar. Na gut, liegt halt ein bisschen mehr hier. Geil. Es sind diese Kleinigkeiten, die solche Touren zum Abenteuer machen, Leute. Ich liebe das. Oh, herrlich. Wenn euch wundert, was das hier übrigens ist, das ist eine Spritzschutzdecke oder ein Spritzrock oder so heißt das. Das kann ich hier komplett oben an dem Kajak zumachen. Das heißt, wenn es mal richtig stürmisch wird, Wellen kommen, hier alles rüberschwappt, dann läuft mir das Boot nicht voll. Übrigens, ein wirklich wichtiger Überlebenstipp, kein Joke jetzt. Wenn ihr mit einem Kajak und so einer Decke hier, so einer Spritzschutzdecke unterwegs seid, dieses Teil immer griffbereit vorne draußen lassen. Denn wenn ihr umkippen und kentern solltet und ihr hängt hier über Kopf drin und ihr habt ein richtig spannendes, festes Teil, dann kann es sein, dass ihr euch hier drin verhakt. Das heißt, ihr müsst ja unter Wasser, wenn ihr auf Kopf seid, hier ran, das Ganze lösen, um dann aus dem Kajak rauszukommen. Wenn ihr das Ding also irgendwie hier drunter verknorkelt, zum Beispiel so, dann bin ich vielleicht unter Wasser und krieg's nicht gegriffen. Deswegen diese Lasche, das ist eure Notlasche. Immer schön griffbereit hier oben lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich war mal als Jugendlicher eine kurze Zeit lang in einem Kajakverein. Wir haben damals auch noch die Eskimo-Rolle gelernt. Ja, wenn man quasi auf dem Kopf ist, das Paddel über Wasser an die Seite und sich damit hochdrücken. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das noch kann. Schon gar nicht mit einem vollbeladenen Kajak. Aber wäre auch mal eine spannende Geschichte, das wieder zu testen. Ein bisschen Strecke machen. So, schön im Boot angelandet. Und ich glaube, ich werde heute mal mit der Hängematte übernachten. Zwischen dem und dem. Herrlicher Blick nach draußen. Ja, das sieht geil aus. Und mein Boot kann ich wegschwimmen. Herrlicher Lagerplatz hier direkt am Wasser. Schöne Stelle fürs Boot. Ein paar Felsen und oben jetzt schön
die Hängematte aufbauen, das war geil. Später kommt noch ein Tarp drüber, aber das Ganze sieht aktuell ein bisschen nach einem Trauerspiel aus. Und zwar wegen zwei Sachen. Einmal ist mir hier das Moskitonetz gerissen und die komplette Naht. Das lag daran, dass ich einmal hier einen Überschlag gemacht habe und quasi dann im Moskitonetz rausgefallen bin und hier alles zerrissen habe. Ist schon ein Jahr her, glaube ich. Aber ich würde mal sagen, es ist an der Zeit, das Ganze jetzt zu reparieren. Und hier unten ist mir leider auch eine Naht aufgeplatzt, ihr seht's. Ja, und dadurch ist das Isomattenfach völlig hinüber. Das wusste ich natürlich vorher alles, denn die Schäden an der Hängematte waren schon vor dieser Tour. Aber ich dachte mir, wisst ihr was? Leben in der Lage. Wir reparieren das Ganze mal, wie wir bei der Bundeswehr gesagt haben, im Felde. Ja, ich habe ein ganz kleines, primitives Nähset mit dabei. Ich baue die jetzt nochmal ab. Dann werden wir gucken, ob wir das Ganze hier repariert bekommen. So. Es ist nicht schön, aber es geht um Reparatur. Und irgendwie, Leute, ist genau das auch ein Aspekt von Survival. Probleme lösen mit einfachsten Mitteln, ja. Die meisten denken, ja, nee, das ist ja was für Frauen, ja. Bullshit, Leute, ja. Hiermit könnt ihr euch genauso auch irgendwelche Ausrüstung selber ein bisschen reparieren, selber basteln. Ist ein sehr, sehr wichtiger Skill. Nicht nur hacken und Feuer machen, auch das Nähhandwerk beherrschen. Das Ganze hat jetzt echt gut 1,5 Stunden gedauert, war doch recht viel. Wir bauen mal auf und gucken, ob es überhaupt funktioniert hat. Hier, schön genäht, kommen keine Mücken mehr rein. Hier unten ist alles wieder dicht. Hier seht ihr noch die Naht von mir, die so ein bisschen gröber ist. Und auch hier unten, ja, passt die Isomatte wieder ins Fach. Ja, hier wurde alles fein säuberlich genäht. Hier nochmal festgemacht, hier nochmal festgemacht. Und jetzt rutscht hier auch nichts mehr raus. Was darf auf so einer Tour natürlich nicht fehlen? Natürlich immer noch ein bisschen Energie. Ich habe wieder Y-Food dabei, ein paar Riegel, ein paar Drinks. Einfach, um beim Paddel noch ein bisschen Energie zu haben, wenn ich schnell einen Snack brauche und wir direkt weiter wollen. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung ab. Da ist alles verlinkt und nutzt auf jeden Fall meinen Rabattcode 10FRITZ. Damit spart ihr nämlich nochmal 10%. Ich muss natürlich gleich noch meinen Tarp aufbauen, aber Martin hat mir gerade Bescheid gesagt, er angelt schon wieder auf Alge, dass hier wohl ein geiler Spot ist. Und zwar genau hier vorne, hier ist alles ein bisschen seichteres Wasser, glaube ich, so ein bisschen, ja, strömungsgeschützt. Und hier soll wohl ordentlich was drin sein. Mann hat mir schon ein paar kleine Fische gezeigt. Er hat wohl auch schon Flussbarsche beobachtet, die an seinem Köder geknabbert haben. Und ich wollte euch mal mein Angelset zeigen, also was ich überhaupt so dabei habe. Keine Ahnung, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen, Meinungen dazu in die Kommentare. Verbesserungsvorschläge, vielleicht ist der ein oder andere ja ein erfolgreicher Angler hier in Schweden. Ja? Also, was haben wir dabei? Ich habe hier zweimal so ein bisschen, das hängt fest. Ich habe zweimal so ein bisschen Angelsehne, kurze, eine Pose und ein paar kleine Haken. Das habe ich eigentlich nur als Backup mitgenommen, wenn ich so ein bisschen auf Posenangeln gehen will. Aber eigentlich habe ich viel, viel mehr Bock auf Raubfisch. Ja, das macht da irgendwie mehr Bock. Ja, und was habe ich dafür dabei? Ich habe solche Gummifische dabei. Was ist das hier? 10 Gramm oder so? Ja, verschiedenste Größen, verschiedenste Farben. Mir wurde gesagt, ich soll eher die leuchtenden nehmen, weil in Schweden das Wasser ein bisschen trüb ist. Aber weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben hier noch so einen blauen und ja, ich werde es gleich wieder mit dem hier probieren, denn damit habe ich gestern auch meinen Flussbarsch rausgeholt. Mit so einem Drillix-Haken und dran. Es ist, glaube ich, ein Wobbler und soll so einen Käfer imitieren. Natürlich Stahlvorfach dran. Ne? So, und hier ist so eine kleine Pfefferminz-Dose ehemals. Hier habe ich so ein bisschen Blei drin, Posenstopper, noch einen Angelhaken und hier so ein Brotkrümel-Imitat. Keine Ahnung, ob das hier in Schweden überhaupt Sinn macht. Ich glaube, das ist für Karpfen. That's it. Alter. Nee, Martin, nicht schlecht. Das ist ein Brocken. Auf was gehst du? Auf Stock oder was? Stöcker, ey. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich hatte einen Hänger. Jetzt ist die Scheiße gerissen. Und Martin hat mir jetzt eine Taucherbrille gegeben, weil eigentlich ist das ziemlich hier vorne gewesen. Und ich versuche jetzt, diesen riesigen Köderfisch zu finden. Scheiße. Oh.
Jawollo, jawollo, ich rette den Fisch. Wir haben ihn. Ey, Leute, das klingt echt bescheuert, aber es macht mich gerade glücklicher, als wenn ich einen Fisch rausgeholt habe. Yes, baby. Hör doch, baby. Ich habe es aufgebaut. Ich weiß nicht, ob man das Ganze Diamantaufbau nennt. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Genau. Und zwar beide Spitzen jeweils an die Enden festgemacht. Ne? Nicht irgendwie die Mittelnaht, die man sonst kennt, wie ihr sie hier seht. Also so ein typisches Schrägdach. Sondern jeweils eine Ecke, links und rechts. Und dann jeweils die Ecken einfach nur zum Boden abspannen. Und ich habe hier einen Spannknoten verwendet. Durch diese Lasche kriegt man den extrem leicht wieder auf. Und vor allem, er ist verstellbar. Jetzt hier extrem auf Spannung, ihr seht's. Und ich könnte das Ganze jetzt auch runterziehen. Blub. Ja, und jetzt zum Beispiel ist es extrem locker. Wenn ich das hier wieder in die Anrichtung ziehe, zack, kriege ich das wieder schön straff. Wie eine Gitarrenseite. Und dazu brauche ich keine krassen Vorrichtungen, Karabiner, Schnapp, sonst was für Heckmeck. Nein, Paracord und hier oben. Knotenkunde, Freunde. Großer Vorteil an diesem Aufbau ist A, wir haben nur zwei Bodenbefestigungspunkte anstatt vier. Und ganz geil, durch diesen dreieckigen Verlauf kann man halt links und rechts viel geiler rausgucken. Wenn ihr hier zum Beispiel seid, habt ihr ja viel mehr Möglichkeit, einmal rechts und links rauszugucken, weil hier einfach ja nicht so viel unnötiger Stoff ist. Alles ist schön geschützt. Hier habt ihr auch nochmal einen Überblick, wie der Aufbau von oben aussieht. Sollte also alles schön regensicher sein. An der Stelle schreibt mal bitte in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Thema Tarnmuster, jetzt wie hier bei einem Tarp oder vielleicht auch mal, keine Ahnung, bei einer Hose oder sowas. Ist es für euch so, wo ihr sagt, nee, Tarnmuster geht gar nicht, ist einfach militärisch, hat für mich nichts mit Bushcraft Survival zu tun? Oder seid ihr eher Fraktion, oh, Tarnmuster, geil, ein bisschen unerkannt? Ich muss sagen, bei mir ist es so ein bisschen schwankend. Für mich sieht das jetzt überhaupt nicht militärisch aus, aber ich finde es einfach geil, mit gewissen Tarnmustern so ein bisschen mehr mit der Natur zu verschmelzen. Die anderen haben auf diesem Felsvorsprung dort oben ein bisschen Hängematten aufgebaut. Da sieht man es leicht durchschimmern und da steht auch noch ein Zelt. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich so ein bisschen abseits bin, aber ich will einfach so ein bisschen, ja, wenigstens in der Nacht für mich sein, ein paar Sachen ausprobieren, ja. Und gerade wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, braucht man auch mal ein bisschen so einen kleinen Rückzugsort. Deswegen muss ich nicht 2 Meter neben den anderen liegen, sondern entspannte 50 bis 100 Meter weg. Ah, da habe ich meine Ruhe. So, ich bin wieder an meiner Hängematte, werde mich jetzt hier verkrauchen, mal gucken, ob es heute Nacht regnen sollte oder nicht. Ja, ist, glaube ich, sogar angesagt. Ich habe alles gut verstaut, auch nochmal gerade im Boot alles gecheckt, ob alle Sachen zu sind. Und dann würde ich mal sagen, ab in die Hängematte. Schlafsack zu, Schnummel geht, gute Nacht. Und wir sehen uns morgen. Morgen muss ein Fisch rausgezogen werden, Leute. Das kann nicht wahr sein. Das macht mich irre. Wir müssen was fangen. Also, bis morgen früh. Gute Nacht. Ach, Freunde. Kommt doch mal rein hier, noch mal kurz. Nur noch mal kurz ein bisschen hier zu mir rein. Ich muss euch nämlich noch was erzählen. Und zwar bin ich heute Nacht aufgewacht und hatte extrem kalte Füße. Das passiert mir öfter an meiner Hängematte. Und habe da immer schon probiert, mit verschiedensten Sachen zu arbeiten, indem ich irgendwie einen Pullover da unten reinmache oder mir dicke Socken anziehe. Aber jetzt habe ich die ultimative Lösung gegen kalte Füße. Oh, guckt euch das an. Ein Schafsfell, wo ihr einfach eure Füße reinmacht. Ey, das ist so geil, Leute. Das ist so kuschelig. Ah. Herrlich. Einfach nur herrlich. Ich weiß natürlich, Quatsch, jetzt extra einen riesen Schafsfell mitzunehmen, wenn man kalte Füße hat. Ne? Also gibt es bestimmt auch noch andere Varianten. Es gibt auch so Schlafsack-Socken extra oder halt dicke Socken einfach anziehen. Aber ich hatte mein Fell ja eh dabei und dann dachte ich mir,
warum denn nicht einfach auch gegen die kalten Füße nutzen? So, noch kurz chillen und dann gleich mal ein bisschen was frühstücken. Ach, hallo Leute. Das ist Natur. Das ist für mich Outdoor-Leben. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da steht der Elch. Martin ist ja mit dabei, hinten im Boot. Ich bin geflasht. Und wir müssen was rausholen, ich sag's euch. Wir müssen was rausholen. Freunde, ich hatte hier den Nackenbreaker 3000 schon am Start, ey. Puh. Wir sind jetzt hier wieder zurück angelandet auf Martin seiner kleinen Insel. Ja, der hat hier so ein extra Stück gesucht. Habt ihr ja schon gesehen, sein Setup auf der letzten Probetour, wo wir auf dieser Insel waren. Und ja, wir haben uns überlegt, wir müssen was Neues ausprobieren. Deswegen versuchen wir jetzt Würmer zu suchen, keine Ahnung, ob wir die hier finden. Und dann nochmal auf kleinere Barsche zu gehen. Dann könnte man die vielleicht als Köderfisch nehmen. Hast du eine Idee? Du hast so ein Geistesblitzgesicht gerade. Das war ja so ein Aggressionsblick. Ach so, okay. Wir sind gerade wieder 2 Stunden über den See geballert. Ja, es ist... Nee, es ist einfach... Ich fress meine Angel. Ja, weil wir irgendeinen Fehler machen. Wir machen einen Fehler. Guck mal, da kommt jetzt so diese... Mock. Diese richtige... Das ist aber festes Ton. Ja, da nicht mehr. Nee. Alter, was geht ab? Live on camera. Ah, gucke. Ich hab mich eingefunden. Was geht ab bei dir? Ah, ich fress die Viecher, weißt du? Ich hab da so ein... Meine Nase sagt mir, wo sind die Würmer? Zur Not fress ich den Köder. Mit Haken! Ich bin ultra gespannt, ob das funktioniert jetzt. Es ist, wie es ist. Es soll einfach nicht sein. Ja. Ja, ja, wieder 3 Stunden lang hier geangelt und nichts angebissen. Martin hat hier irgendwelche Fische gerade entdeckt. Nach oben gekommen sind zum Luftholen oder so. Echt jetzt? Echt jetzt? Alter, mach bitte. Nein! 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 Nein. Nein. Ich hab's auf Kamera! Alter! Scheiß die was an! Aber weißt du, was das Problem ist? Jetzt haben wir gerade hier rumgeschrien. Eigentlich sofort wieder reinfischen. Egal, sofort reinfischen, Alter. Digga, Mann! Digga! Jetzt geht's, Alter. Jetzt holen wir den Fisch. Digga, wir holen den Fisch, Alter. Ich sag's dir, jetzt ist die. Jetzt haben wir das Ding. Digga, ich hol meine Angel. Jetzt machen wir das. Jetzt holen wir einen. Ich hol meine Angel, Alter. Der Fisch dran, das gibt's nicht. Ich hab einen Fisch. Mann, komm, nimm den. Nimm du ihn dir. Mach du. Dein Fisch. Ach, du, pass auf die Zacken auf. Auf die Zacken auf. Hier. Ich filme. Mhm. Auf dem Bauch liegen. Nicht am Haken. Nee, nee, hinten auf dem Fuß zwischen die Augen. Na, ja. Okay. Herzstich. Noch nicht an den Köder, noch nicht an den Köder. Und zwischen die Kiemen rein. Boah, fast mit Ansage. Also ich habe vor... Echt krass. Ich habe vor... Wann? 3 Minuten? Ja. Habe ich... Ja, hast du. Und ich habe genau hier vorne, schönes Exemplar. Hier vorne die ganze Zeit, wo immer diese kleinen Bläschen kommen, habe ich die ganze Zeit abgefischt. Hatte zwar gut eine halbe Stunde gedauert, aber wir haben ihn. Krass, wir haben einen Fisch. So, jetzt bin ich an der Reihe. Ich hau mir jetzt noch einen Wobbler ran und dann mit Ansage. Weil die sind ja scheinbar noch sehr aktiv hier. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich nur hier ganz kurz abfische, wo immer diese ganzen kleinen... Krass, ey. Ich raste aus. Mit Ansage. Dieser Meinecke, ja. Leute, dieser Meinecke. Unglaublich. Du musst den Fisch lesen. Mann ist jetzt noch mehr hyped. Ich gehe nicht mehr schlafen, bevor ich jetzt einen Fisch an der Angel habe. Ich hole mir jetzt auch einen. Freunde, wir haben einen neuen Barsch und somit was zu essen für heute Abend. Jetzt müssen wir nur noch ein paar mehr rausholen, beziehungsweise vielleicht was Größeres. Und Martin hat, glaube ich, auch ein bisschen Hunger. Pff.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr es seht im Hintergrund. Ja, die Sonne steht schon sehr, sehr tief. Ich bin jetzt durch mit Angeln. Wie gesagt, wir haben diesen einen kleinen Barsch gefangen. Manni leider nicht. Ich habe ihm jetzt aber meinen Barsch gegeben, damit er den quasi ausnehmen kann und sich auch mal da ein bisschen dran probieren kann, weil er nämlich auch gerade ein Video dreht. Und ja, mal gucken, vielleicht haben wir die nächsten Tage noch ein bisschen Glück. Ich finde es ganz spannend, weil das ist ja wirklich so dieser Survival-Aspekt, zu sagen, okay, selber Nahrung beschaffen. Ja, wir können irgendwie Feuer machen, wir können Shelter bauen, aber ja, wenn wir uns nicht gerade von irgendwelchen Regenwürmern ernähren wollen, ja, man muss schon mal einen Fisch fangen. Ja, schöne Proteine, bisschen Fleisch und sowas. Und es ist halt gar nicht immer so einfach, wie es aussieht, gerade wenn man nicht so eine Erfahrung hat wie wir jetzt. Und ich finde, das erdet nochmal. Das zeigt einem nochmal, hey, du musst noch ein bisschen trainieren. Wisst ihr, was ich meine? Wenn euch das Video hier aus Schweden gefallen hat, dann auf jeden Fall Kanal abonnieren, denn es kommen noch weitere solche Abenteuer und auch Videos aus Schweden. Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.